So, Freunde, bevor das Video startet, nochmal Werbung in eigener Sache. Und zwar, die weihnachtliche Phase beginnt jetzt. Und das bedeutet, Leute, es gibt einen neuen Merch von mir. Und zwar einen neuen Drop. Ihr wisst ja, Leute, dass ich letztes Jahr zu Weihnachten auch eine Special-Farbe rausgebracht habe. Und zwar dieses wunderschöne Bordeaux-Rot. Auf der Kamera sieht es einfach richtig rot aus, aber es ist ein bisschen dunkler. Mit diesem schönen Grün-Rot auf diesem ID-Neon-Logo, was ich normalerweise in Türkis, Blau und Pink hatte. Und dieses Mal machen wir das ein bisschen anders. Und zwar genau spiegelverkehrt. Leute, darf ich vorstellen, das ist der neue Winter Edition Hoodie. Und zwar in der Neon-Variante in Green. In einem schönen Grün, Leute. Gönnt euch einfach mal diese Farbe, Freunde. Hier haben wir auch schöne Akzente, Leute, mit diesen Neonfarben in diesem Rot, mit dem schönen Grün und natürlich mit dem grünen Hoodie an sich als Ganzes. Das Coole ist, man kann hier echt coole Unterschiede erkennen zu dem Hoodie vom letzten Jahr. Das Ganze war nämlich genau umgekehrt. Also jetzt ist das hier rot und das hier ist grün. Und auf der Basis haben wir dann natürlich das Gegenteil als Farbe. Und zwar dieses Mal statt Bordeaux-Rot so einen schönen Tannenbaumgrün. Und das ist, Leute, finde ich, für eine Farbe für den Winter einfach richtig schön. Sieht auf jeden Fall auch sehr zeitlos aus. Also, Leute, diese Edition gibt es nur diesen Winter. Könnt ihr gerne über den Link in der Beschreibung abchecken auf meinem Lolingo-Shop. Link einfach reinklicken, Leute, und gönnt euch auf jeden Fall. Und falls einige sich fragen, hey, warum machst du nicht irgendwie so ein Merch, wo Weihnachten drauf ist mit so schönen Tannenbaum und so? Leute, ich sag euch warum, weil man diese Sachen dann wahrscheinlich nur einmal im Jahr tragen wird. Und diese Teile, zum Beispiel unter anderem den vom letzten Jahr, den habe ich das ganze Jahr über getragen. Er hat halt einfach einen winterlichen Touch, aber man erkennt nicht automatisch, das ist Weihnachten, sondern es hat einfach diese weihnachtlichen Farben. Also das heißt, du kannst es das ganze Jahr tragen. Also wenn du daran Interesse hast, check den Link in der Beschreibung aus, aber es gibt auch noch eine Sonderaktion. Im Link in der Beschreibung habe ich euch noch einen weiteren Link eingepackt. Und zwar könnt ihr nämlich eine Special Black Friday Woche an einem krassen Deal mitmachen. Hier verrate ich noch nicht so viel, aber Leute, solltet ihr euch diesen Hoodie kaufen, bekommt ihr noch ein weiteres Stück kostenlos. Was davon genauer sein wird, erfahrt ihr, wenn ihr euch über den Link in der Beschreibung einfach beim Newsletter registriert und ihr bekommt dann VIP-Vorabzugriff auf diesen Deal. Also checkt den Link in der Beschreibung aus. Das war es auf jeden Fall mit der Werbung in eigener Sache. Gönnt euch den Hoodie und schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Und wenn ihr den holt, dann postet es gerne in der Instagram-Story. Ich reposte euch gerne. Wir starten mit dem Video. Jo, Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video auf dem ID-Kanal. Heute haben wir wieder einmal ein Video von Kyo Can't Sleep. Und zwar die schlimmsten Vorfälle im Disneyland. Ja, genau, Leute. Davon schauen wir uns erst einmal die ersten 10 schlimmsten Vorfälle vom Disneyland an. Und dann im nächsten Part, wenn ihr darauf Bock habt und ein Like da lasst, dann schauen wir uns die letzten 20 an. Wir schauen auf jeden Fall rein, Freunde. Deswegen lasst ein Like da, checkt Kyo Can't Sleep aus und let's go mit dem Video. Disneyland sind wirklich selten, aber sie geschehen. Einer dieser Fälle ereignete sich 1966. Der 19-jährige Cleveland hatte den Plan, sich in Disneyland einzuschleichen, indem er über den fast 5 Meter hohen Zaun klettern wollte. Hinter dem Zaun befand sich die Monorail-Strecke, die er als passenden Einstieg in den Park nutzen wollte. Die Monorail im Disneyland Resort in Kalifornien ist eine Eisenbahnschiene und dient als Attraktion, aber auch als Transportlinie durch den gesamten Park. Thomas ging, nachdem er über den Zaun kletterte, die Gleise entlang, um an einer geeigneten Stelle in den Park zu gelangen. Das ist nicht so schlau, muss man sagen, auf Gleisen zu laufen. Man weiß ja nicht, von welcher Seite was kommt, ne? Dummerweise näherte sich aber der Zug, als er oben war. Ein Sicherheitsbeamter bemerkte den Vorfall und schrie Cleveland von unten an. Er versuchte, ihn zu warnen. Anfangs ignorierte Cleveland die Warnung. Doch als ihm bewusst wurde, dass er in Gefahr war, versuchte er, auf den seitlichen Vorsprung neben dem Gleis zu steigen. Die Stelle bot leider nicht genug Platz und so stieß er mit dem Zug zusammen. Eieieiei. Sein Körper wurde 15 Meter geschliffen und er war auf jeden Fall sofort... Oha. Okay, das ist heftig. Das ist Wahnsinn. 15 Meter. Boah. Will man sich gar nicht ausmalen. Er stand am glücklichsten Ort der Welt, weil er keinen Eintritt zahlen wollte. Leute, was lernen wir daraus? Zahlt euren Eintritt. Zahlt Fahrkarten, zahlt alle Karten, die es gibt. Es hat einen Grund, warum man sich nicht in Gefahr bringen sollte. 2009 ist ein Gast mal in der Attraktion It's a Small World stecken geblieben. Das ist eine Bootsfahrtour, die Besucher durch verschiedene Szenen und Audio-Animatronic-Puppen führt, welche die Kinder aus verschiedenen Ländern und Kulturen darstellen. Und während der Fahrt hörten die Besucher das berühmte Lied It's a Small World. Der Gast war querschnittsgelähmt und als das Boot stehen blieb, war er im Goodbye-Room gestrandet. Dieser Bereich liegt am Ende der Strecke und bietet keine Möglichkeit auszusteigen.
Dabei hörte er das Lied immer und immer wieder und dadurch, dass er gelähmt war, konnte er nicht aussteigen. Also ist er einfach in dieser Attraktion stecken geblieben und ich weiß auch nicht, ob er allein war, also es gibt keine Informationen. Es hieß nur, dass er 30 Minuten lang dieses Lied die ganze Zeit gehört hat. Ja, er hat auf jeden Fall eine Entschädigung von $8000 bekommen. Ganz ehrlich, ich wäre 8 Stunden sitzen geblieben für den Betrag, also. Alter, das ist ja schon voll da fast schon, Wahnsinn. Halb so wild. Er ist nicht nichts passiert, aber er ist einfach stecken geblieben. Immerhin hat er ziemlich oft einen Ohrwurm jetzt bekommen und ein bisschen Cash. Und Trauma. Disney stellt gerne Ferienjobber ein, so College-Studenten und Schüler. Und ja, es kam auf jeden Fall zu Kündigungen, denn ein paar dieser haben sich gedacht, lass mal ein paar Pranks machen. Einer dieser Pranks passierte auf der Attraktion Adventure Through Inner Space. Auf dieser Fahrt konnte man Strukturen von Atomen und Molekülen sehen. Eines Tages stießen ein paar Gäste mal irritiert aus dem Wagen aus, denn sie wurden von einer unbekannten, heißen Flüssigkeit bedeckt und reichten selbstverständlich auch Beschwerde ein. Dadurch wurde eine Untersuchung eingeleitet. Es stellte sich heraus, dass der zuständige Fahrbetreiber dafür verantwortlich war. Er versteckte sich an dunklen Stellen in der Attraktion und warf heiße Suppe auf Fahrgäste. Naja, die Verwaltung fand das auch... Suppe? Was? Warum sollte man das machen mit Suppe? Nicht lustig und hätte man sich doch verbrennen können, oder nicht? Man kann doch keine heiße Suppe auf Fahrgäste schütten. Nee. Ein weiterer Prank eignete sich. Der Prank! Kennt ihr den Grinch? Grinch und Prank. In einem Themenbereich, der wilden Western darstellen sollte. Dort wurden auch Kanufahrten angeboten. Und die Kanuführer hatten einen speziellen Kollegen, den sie gerne ärgerten. Sie schoben sein Kanu ins Schiff. Sie bespritzten ihn immer oft mit Wasser. Ein Streich ging allerdings zu weit, als sie sein vollbesetztes Kanu wenige Meter hinter den Mark Twain Paddle Wheeler schoben. Das ist ein Dampfschiff, auf dem die Besucher eine Flussfahrt genießen können. Da sein Kanu dort im Sumpf feststeckte, konnte er das Boot nicht bewegen. Während der große Dampfer sich immer weiter näherte. Seine mitfahrenden Gäste gerieten in Panik. Einer schrie sogar, wir werden alle sterben und ist mit seinem Kind ins Wasser gesprungen und die anderen Passagiere sind ihm gefolgt. Es kam aber zu keinen Unfällen. Dieser Dampfer ist auch stehen geblieben vorzeitig. Aber ja, die Verursacher wurden verhaftet. Nee, die wurden entlassen. Ich weiß nicht, ob sie verhaftet wurden. Der letzte Prank fand während einer internen Geburtstagsfeier einer Führungskraft der Matterhorn-Attraktion statt. Oh mein Gott, das mit dem Matterhorn. Da gibt's viele Stories, die ich gelesen habe. Ich glaube auch, dass beim Disneyland noch so viel mehr kommen wird, was er in diesem Video zeigen wird. Wird alles noch kommen, aber das Matterhorn, da erinnere ich mich noch an diesen Vorfall. Fanden es zwei Typen sehr witzig, den angebotenen Punsch mit Alkohol zu mischen. Die Brownies wurden mit Banane gebacken und der Gurkum... Ich weiß nicht womit, ich habe es nicht gehört. Also mit irgendwie Super Mario Power-Ups oder so wurden die Brownies gemacht. Ja. Mole-Dip mit einem Halluzinogen angereichert. Die Angestellten haben alles gegessen und getrunken und sind anschließend zu ihren Attraktionen zurückgegangen. Das Geburtstagskind fühlte sich etwas benommen, hat aber dennoch die Fahrt, für die er zuständig war, nicht geschlossen. Er öffnete sie den Gästen, obwohl er drauf war und stark halluzinierte. Nach einiger Zeit fühlten sich alle etwas seltsam, bis einer der Angestellten in Ohnmacht fiel und ein weiterer Krämpfe bekam, also war dann doch nicht so witzig. Ein Ersthelfer wurde gerufen, der den Mitarbeiter mit den Krämpfen in eine Zwangsjacke steckte, damit er sich nicht selbst verletzen konnte. Die Mitarbeiter waren so beeinträchtigt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Alter. Die Attraktionen wurden vorübergehend geschlossen, ja, die gesamte Crew wurde ersetzt und die Angelegenheiten wurden untersucht. Die beiden Verantwortlichen wurden von Mickey Mouse persönlich gefeuert. Oh, Mickey Mouse hat dann gesagt, hoho, ich werde euch jetzt alle feuern, hoho. Ja, oh, Alter, wie kann man denn Mitarbeiter pranken? Das ist so ein wichtiger Job beim Disneyland. Da geht es um Sicherheit und dann macht man sowas. Wow. Jetzt wird es aber alles andere als lustig. Die nächste Show wurde zu einem absoluten Horrorunfall. American Sings, vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Ja, das kenne ich. Ich kenne auch das Video dazu. Das Video aber ist nicht echt. Weil der Schrei eventuell schon. Aber das Video dazu ist nicht echt. Weil niemand würde... Oder? Niemand würde seine Kamera live... Wobei doch, eigentlich schon. Eigentlich schon. Das war eine ehemalige Attraktion, die von 1974 bis 1988 lief. Es handelte sich um eine Animatronic-Show, die in einem rotierenden Theater stattfand. Debbie Stone war 1974 eine Mitarbeiterin in Disneyland, eine junge, sportbegeisterte Frau, die mit Auszeichnungen die Highschool abgeschlossen hatte. Sie entschied sich im Sommer bei Disneyland zu arbeiten, um Geld fürs College zu sparen. Dort wurde sie für die Eröffnungsbesetzung der Show eingestellt. Die Attraktion American Sings bestand aus 6 Theaterkabinen.
die auf einer drehenden Plattform angeordnet wurden. Dadurch war es möglich, verschiedene Szenen innerhalb einer Vorstellung darzustellen. Zu Beginn der Show begrüßte Debbie als Gastgeberin die Besucher und verabschiedete sie, nachdem die Szene zu Ende war. Eine vollständige Drehung des Theaters dauerte 24 Minuten, wobei sich die Bühne für einen weiteren Ablauf neu positionieren würde. Das dauerte nur 45 Sekunden. Innerhalb dieser Zeit befand sich Debbie zwischen der festen Bühne und der sich drehenden Theaterwand. Und da könnt ihr euch wahrscheinlich denken, dass das schiefgelaufen ist. Okay. Sie konnte nicht rechtzeitig raus und wurde dort eingeklemmt. Die Bühne drehte sich ungehindert weiter und die Kraft, die dabei entstand, hat Debbie zerquetscht. Ob sie gestürzt war oder versucht hatte, sich zwischen den Bühnenwänden zu bewegen, ist nicht bekannt. Dieser schreckliche Unfall geschah erst eine Woche, nachdem die Show zum ersten Mal aufgeführt wurde. Krass. Es ist wirklich heftig, wie wenig in Disneyland auf Sicherheit geachtet wird. Ist euch jemals jetzt in einem Phantasialand oder sowas Krasses aufgefallen? Bis auf vielleicht einmal den Brand bei dieser Achterbahn, die es nicht mehr gibt. Aber seitdem nicht ein Fall, der mir irgendwie aufgefallen ist. Der Vorfall ist zwei Freunden passiert, die in einer Attraktion namens Space Mountain waren. Das ist eine Achterbahn, die komplett dunkel ist und alles ist so im Weltraum-Theme, also ähnlich wie, falls ihr die Eurostat im Europapark kennt, sowas ähnliches. Einer der beiden hatte ein künstliches Bein. Die Mitarbeiter des Parks fragten ihn daher, ob er ohne Hilfe die Bahn betreten und verlassen könne, da sie den präzisen Zeitplan der Raketen einhalten mussten. Also man fährt mit Raketen und wenn eine Rakete zu spät losfährt, schaltet der Computer automatisch alle Bremsen der Bahn ein und stoppt das gesamte System. Hä, das ist ja voll bescheuert. Warum? Hä? Dann sollen die den Taktplan nicht so extrem streng machen. Deswegen wollten die Mitarbeiter sicherstellen, dass nichts passiert. Hilfe benötigt er zwar keine, jedoch viel Zeit, da er einen Knopf drücken musste, um sein Bein zu beugen. Das hat die Mitarbeiter ein bisschen nervös gemacht, denn wenn der Einstieg bereits so zeitfressend ist, würde der Ausstieg noch länger dauern. Um nichts zu riskieren, schickten sie daher einen anderen Mitarbeiter zur Entladerampe, um ihm beim Aussteigen zu helfen. Leider hat die Zeit aber nicht ausgereicht, um ihn rauszuholen. Daher versuchte der Mitarbeiter, den Mann mit dem künstlichen Bein herauszuziehen, ohne dass dieser den Knopf für das Bein betätigen konnte. Es war zwar mühselig, aber schließlich setzte der Mitarbeiter den Mann mit dem künstlichen Bein neben die Rakete und rief den Kontrollturm an, damit sie diese wieder starten konnten. Was jedoch niemand bemerkte, war, dass sein künstlicher Fuß noch zwischen der Stoßstange... Nein, der hat einfach vergessen, das Bein mitzunehmen. Ja, der nächste bitte. Och, yo, warum liegt da auf einmal ein Fuß? Tja, muss wohl vom letzten Fahrer sein. Okay, danke, ich steige jetzt aus. Und dem Rand des Sitzes steckte, als diese weiterfuhr. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich eine Menschenmenge versammelt, die den Vorfall beobachtete. Viele haben Panik bekommen, weil sie dachten, hat jemand sein Bein verloren bei dieser Attraktion. Ja, zum Glück war das nur eine Prothese. Und weil es spannend war, noch ein weiterer Vorfall in dieser selben Attraktion. Im August 2020 stoppte die Achterbahn abrupt, als sich eine Radachse von einem der Wagen löste. Im ersten Bericht darüber stand, dass sich 9 Leute nur leicht verletzt haben, also alles cool, die haben sich nur irgendwie Schockmoment gehabt und so. Aber stimmt nicht, denn ein Feuerwehrmann behauptete, dass der Park absichtlich das volle Ausmaß des Unfalls vertuschen wollte. Die Feuerwehrleute hörten angeblich, wie Disney-Sicherheitsbeamte sich selbst dafür beglückwünschten, die Details nicht über die Notfallfunkgeräte verbreitet zu haben. Und ein Jahr später kam dann die Wahrheit ans Licht. Eine Familie reichte 2001 eine Klage gegen Disneyland ein. Jonathan erlitt 13 Bandscheibenvorfälle, Nervenschäden entlang seiner Wirbelsäule, angebrochene Zähne und einen verrenkten Kiefer. Julie hatte 2 Bandscheibenvorfälle und erlitt dauerhafte Schäden an Hüfte, Knie und Schultern. Sag ich euch, Leute, Disneyland ist auf jeden Fall ein sehr gefährlicher Ort. Oh mein Gott. Das ist der letzte Teil, den wir uns noch anschauen jetzt. Weihnachten 1998 kam es auch zu einem sehr, sehr tragischen Unfall im Park. Das Schiff Columbia ist die Nachbildung eines Handelsschiffs aus dem 18. Jahrhundert und bietet den Besuchern die Möglichkeit einer entspannten Fahrt auf dem Rivers of America. Dort gab es aber 1998 einen Unfall, als ein Seil die Stahlbefestigung abriss, welches das Columbia-Segelschiff an der Anlegestelle fixieren sollte. Die Befestigung flog in die Richtung zweier Gäste, die in diesem Moment das Schiff betreten wollten. Einer der beiden wurde davon getroffen und verletzte sich schwer, und ein weiterer später im Krankenhaus. Alter, diese Metallseile, Leute, ich kann euch echt eine Story erzählen. Ich habe mich jetzt fast auch erwischt. Bei Wasserskifahren. Ich werde nie wieder in meinem Leben Wasserskifahren. So
Unnötig. Komisch. Ich kann das nicht. Ich kann kein Skifahren, deswegen Wasserski geht auch bei mir erst recht nicht. Stellte sich heraus, dass die Wartung mangelhaft und der diensthabende Vorgesetzte nicht ausreichend erfahren war, um diese Aufgabe zu überwachen. Ein Reddit-Nutzer schrieb auf der Walt Disney World Subreddit-Seite seine Geschichte darüber, wie die Eltern ihre Kinder nach einer Feuerwerksshow im Magic Kingdom verloren haben. Laut dem Reddit-Nutzer entschieden sich ihre Töchter, die damals 10 und 5 Jahre alt waren, während der Feuerwerksshow weiter nach oben zu gehen, um das Erlebnis besser zu sehen. Nachdem die Show vorbei war und die Besucher auseinandergingen, waren die Kinder verschwunden. Einige Zeit später wurden sie zum Glück wieder gefunden, aber das scheint öfter zu passieren. Forscher der University of Central Florida haben dieses Problem eingehend untersucht und schätzen, dass jedes Jahr mehr als 100 Kinder in Disneyland vermisst werden. Wie kann das passieren? Wie kann das passieren, dass Kinder... Ja gut. Also Leute, jetzt mal ganz Real Talk. Wenn ich ein Kind habe, ja, dann gebe ich diesem Kind entweder ein iPhone mit dieser Tracking-Funktion, wo ist, ja, dass ich das über die Familienfunktion mache. Oder wenn es kein Handy hat, stecke ich dem Kind einen AirTag in den Schuh. So, ich stecke dem Kind einfach einen AirTag in die Hosentasche, in den Schuh, whatever, irgendwo, dass ich es immer finden kann, in einem Radius von 5 Meter auf eigene Kraft. Oder wenn halt andere Leute in der Nähe sind, damit ich weiß, wo der letzte Aufenthaltsort war. Das ist so genial. Ich habe meine AirPods dreimal verloren dieses Jahr. Dreimal wiedergefunden. Einmal in der Mülltonne, einmal im Flughafen und einmal im Auto. Also Leute, ihr wisst Bescheid. So, hier würde ich aber an der Stelle sagen, ich mache erstmal in diesem Video Schluss, Freunde. Ich bin nicht noch nicht ganz bei Kräften, weil ich war heute beim Zahnarzt. Ich habe mir Kronen machen lassen. Jetzt erstmal, Alter, alles abschleifen. Junge, Junge, die haben mich auseinandergenommen. Also, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Checkt auf jeden Fall gerne den Weihnachtshoodie aus, Leute. Link dazu ist in der Beschreibung. Nicht vergessen. Und aktiviert den Newsletter für den VIP-kostenlosen Zugang, damit ihr auf jeden Fall den Black Friday-Deal nicht verpasst. Checkt den gerne aus. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. IDs raus und rein und ciao.